herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wissenschaft trifft Praxis. Wissenschaft trifft Praxis im Kontexte von betrieblicher Bildung. 20 Wissenschaftler haben sich zur Verfügung gestellt mit einem eigenen thematischen Epizentrum, ein Aspekt des Einsatzes von digitalen Medien, also von E-Learning in der betrieblichen Bildung mit uns zu untersuchen und damit auch wissenschaftlichen Transfer für die Praxis nutzbar zu machen. Ja, diese Podcast-Reihe ist ein Countdown bis zum Herbst diesen Jahres, bis die Summit, E-Learning Summit 2020 beginnt. Über 150 Programmbeteiligte werden mit circa 3.000 bis 3.500 Akteuren gemeinsam wieder in den Erfahrungsaustausch treten zu dem Thema digitale Transformation der betrieblichen Bildung. Dieses Thema hat im Frühsommer dieses Jahres natürlich für eine ganz besondere Bewandtnis. Und insofern freue ich mich, dass wir mit der Podcast-Reihe Ihnen halt im Vorfeld hier bereits interessante Inhalte anbieten können. Für alle, die das der Podcast gefällt, hier irgendwo müsste halt dieser Like-Button sein und dieser Abonnieren-Button, dann werden Sie keine Folge mehr verpassen. Die Podcast-Reihe wie auch weiterer Content zu der E-Learning Summit 2020 finden Sie auf den Social Medias mit dem Hashtag E-Learning Friday 10 AM oder 10 AM, das heißt immer um 10 Uhr nach deutscher Sommerzeit oder mitteleuropäischer Sommerzeit gibt es eine neue Folge des Podcasts oder eine digitale Live-Veranstaltung zur Vorbereitung des Summit. Unser heutiges Thema ist ein Thema, was vielleicht so ein bisschen am Rande des E-Learnings-Geschehen der betrieblichen Bildung wirken könnte, ist es aber mitnichten. Wir haben hier heute eine Gesprächspartnerin, die eine sehr repräsentative große Studie durchgeführt hat zu dem Thema E-Learning in KMU. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Meine Gesprächspartnerin ist Frau Dr. Regina Flake. Schönen guten Tag, Frau Flake. Frau Dr. Flake, können Sie mich hören? Ja, hallo Herr Siebmann. Vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich höre Sie perfekt. Ja, Frau Dr. Flake, wo erreiche ich Sie jetzt gerade? Sie erreichen mich tatsächlich noch im Homeoffice in Köln. Wir sind gerade so am Übergang wieder zum normalen Bürobetrieb, aber heute nochmal in Ruhe aus dem Homeoffice. Ja, das scheint auch diese Podcast-Reihe besonders auszumachen, dass wir mal in die Homeoffice-Situation halt von ausgewählten Wissenschaftlern hier schauen können. Sie sind, wenn Sie nicht im Homeoffice sind, dann sind Sie halt verortet beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Können Sie uns einmal sagen, womit beschäftigt sich dieses Institut? Sie wissen es, ich weiß es, aber ich bin sicher nicht alle unsere Zuschauer und Zuhörer. Ja, sehr gerne. Das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln ist Deutschlands größtes privates Wirtschaftsforschungsinstitut. Privat daher, weil wir von Wirtschaftsverbänden und von Unternehmen getragen werden. Und genau, wir forschen halt in allen Bereichen, im Bereich Wirtschaft, Sozialpolitik, Arbeitsmarkt und auch vielen Bildungsthemen. Und wir führen eben auch Projekte für Dritte durch, beispielsweise für Ministerien oder auch für größere Stiftungen. Ja, jetzt klingelt sich ja auch bei den ein oder anderen Zuhörern, euer Häuptling ist öfter jetzt halt in den Breaking News zu Prognosen der Wirkung der Situation auf die deutsche Wirtschaft. Was ist Ihr persönlicher Handlungsschwerpunkt oder Themenschwerpunkt, Arbeitsschwerpunkt? Ja, ich bin seit 2013 im Kompetenzfeld berufliche Qualifizierung und Fachkräfte am Institut der Deutschen Wirtschaft tätig. Ich forsche da zu Arbeitsmarktthemen, zu Ausbildungsmarktthemen. Weiterbildung ist ein ganz zentrales Thema und auch internationale Berufsbildungsforschung. Und wir haben eben ein großes Drittmittelprojekt, das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, das KOFA, wo es so ein bisschen darum geht, sage ich mal, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis zu übersetzen. Weil Ziel des KOFA ist es, was vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird, kleine und mittlere Unternehmen rund um das Thema Fachkräftesicherung zu unterstützen. Und zum Thema Fachkräftesicherung gehört natürlich auch Qualifizierung der Mitarbeitenden. Und dementsprechend wird digitale Bildung ein immer größeres und wichtigeres Thema, auch im Rahmen unserer Arbeit im KOFA.
Ja, da haben wir was gemeinsam. Das ist genau unsere Wahrnehmung. Wir sind ja als Fachverlag seit 15 Jahren unterwegs zur digitalen Transformation der betrieblichen Bildung. Ihre Studie, die Sie halt durchgeführt haben, die COFA-Studie, da werden wir uns jetzt gleich ja näher mit beschäftigen. Allerdings, das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln beschäftigt sich ja auch allgemein mit dem Thema Weiterbildung. Wir schauen halt auch in der Redaktion jedes Jahr immer genau hin, was gibt es da für neue Rahmenzahlen. Aktuell sagte Ihr Institut, dass die deutschen Unternehmen insgesamt in ihrer Gesamtheit ca. 33 Milliarden Euro für Weiterbildung ausgeben. Haben Sie da auch einen Einblick, wie viel Anteil dafür bereits in die digitalen Bildung investiert wird in den Unternehmen? Genau, auch im Rahmen der IW-Weiterbildungserhebung, die wir alle 3 Jahre durchführen, also eine große Erhebung zum Thema Weiterbildung, ist das Thema E-Learning natürlich ein neuer Themenschwerpunkt. Und wir fragen immer wieder jetzt auch die letzten Jahre ab, welche digitalen Lehr- und Lernmethoden eingesetzt werden. Ich kann Ihnen tatsächlich keine Auskunft geben, wie die Kosten sich darauf verteilen. Aber tatsächlich ist es so, wie Sie erwarten, dass der Anteil von E-Learning natürlich steigt. Und im Dezember werden wir dazu auch ganz neue Zahlen veröffentlichen können. Gut, wir werden neugierig warten auf die nächste Auswertung. Aber heute beschäftigen wir uns ja mit der COFA-Studie. Die ist ja besonders repräsentativ. Wie groß ist die Zielgruppe und wie habt ihr diese Zielgruppe repräsentativ zusammengestellt? Genau, die COFA-Studie, oder die Ergebnisse der COFA-Studie, die basieren auf einer repräsentativen Unternehmensbefragung. Und zwar unsere Tochtergesellschaft, die IW Consult, die führt regelmäßig im Rahmen des IW-Personalpanels Befragungen durch. Und die sind eben repräsentativ, weil die Stichprobenziehung basiert tatsächlich auf dem Unternehmensregister, sodass wir Unternehmen verschiedener Größenklassen und verschiedener Branchen gut abbilden können und eben auch hochrechnen können auf die Gesamtheit der Unternehmen. Und in der Studie, die Sie ansprechen zum Thema digitale Bildung in Unternehmen, hatten wir eben auch über 1300 Unternehmen, die die Fragen beantwortet haben. Und ein Fokus von uns liegt natürlich auch im Rahmen des COFA darauf, dass wir insbesondere auch Ergebnisse für kleine und mittlere Unternehmen haben, die eben auch beim Thema E-Learning und digitale Bildung vielleicht noch in einer bisschen anderen Situation sind als eben die großen Unternehmen. Ja, das ist in der Tat, unsere Leser, unsere Zuschauer kommen in der Regel aus größeren Unternehmen, aus Personalabteilungen, aus Weiterbildungsabteilungen oder an den Stakeholder-Management beteiligte Akteure. Das sind in der Regel Unternehmen ab 1000 Mitarbeiter aufwärts. Das sind in der Regel Unternehmen, desto größer sie sind, desto mehr Inhouse-Expertise haben sie bereits aufgebaut und desto länger machen sie auch bereits den Einsatz von E-Learning. Also Unternehmen, die halt so um die 100.000 Mitarbeiter haben oder mehr. Gucken wir, Siemens hat fast 400.000, DHL hat fast 500.000 Mitarbeiter weltweit. Da gibt es dann in der Regel schon 15 Jahre oder mehr eine Inhouse-Expertise zu diesem Thema. Deswegen ganz besonders interessant, dass ihr habt ja das in 3 Zielgruppen geclustert. Einmal unter 50 Mitarbeiter bis 250 oder 249 Mitarbeiter und nur ein Cluster ist halt über 250 Mitarbeiter. Wie groß kann über 250 Mitarbeiter in eurer Studie sein? Was kann das bedeuten? Das ist tatsächlich Open End. Also es ist repräsentativ für die Unternehmen, die größer als 250 sind. Und das, wie Sie natürlich schon sagen, das kann von 251 sein bis wirklich zu 6-stelligen Unternehmensgrößen. Und das ist halt natürlich auch sehr heterogen. Was man aber auch sagen muss, ist natürlich auch bei den kleinen Unternehmen, dass eben auch das Handwerksunternehmen vielleicht mit 5 Mitarbeitern hat natürlich auch andere strukturelle Voraussetzungen auch für E-Learning als eben das Unternehmen mit, ich sag mal, 40 Mitarbeitern. Interessant ist ja, dass in den großen Unternehmen, wie gesagt, wir clustern das jetzt einfach mal, was über 1000 Mitarbeiter ist, wobei zwischen 1000 und 5000 Mitarbeiter ist auch noch ganz viel grüne Wiese mit dabei. Da ist in der Regel so, dass die Systematisierungsversuche immer stärker werden, eine digitale Kompetenzbedarfsermittlung zu machen. Bei den Unternehmen, die Sie jetzt untersucht haben, welche internen Maßnahmen zur Weiterbildungsplanung werden dort ergriffen?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben tatsächlich auch verschiedene Dinge abgefragt, wie beispielsweise werden regelmäßig Mitarbeitergespräche geführt, gibt es Mitarbeiterbefragungen, gibt es spezielle Befragungen der Mitarbeiter zum Thema Weiterbildung. Und wir sehen, dass die meisten Unternehmen, auch die kleinen, mindestens ein Instrument, ich sage mal ein strategisches Instrument einsetzen. Aber natürlich in den großen Unternehmen, die kombinieren dann häufig noch mehr verschiedene Instrumente. Und was Sie ja auch schon angesprochen haben, da gibt es eben häufig auch die Person, die für das Thema Weiterbildung zuständig ist, die da nochmal einen ganz besonderen Blick für hat und auch, sag ich mal, so das strategische Element in dem Bereich noch mehr vorantreiben kann. Und genau das fehlt halt häufig in kleinen und mittleren Unternehmen, in KMU. Und das versuchen wir eben auch im Rahmen des KOFA so ein Stück weit zu kompensieren, indem wir eben versuchen, so ein bisschen strategisches Handlungswissen mit an die Hand zu geben. Ja. Wer sich mit dem Thema ein klein wenig auskennt, ob das jetzt die Zielgruppe Schule, Hochschule oder betriebliche oder berufliche Bildung weiß, E-Learning und E-Learning ist immer dreierlei. Es gibt gar nicht dieses E-Learning, sondern es gibt eine ganze Vielzahl von Methoden, die man dann auch noch bei Bedarf miteinander halt mischen kann. In den großen Unternehmen ist der Königsweg seit Jahren, der sich abgezeichnet hat, ja das sogenannte Blended Learning, also die Verzahnung von Online- und Offline-Formaten. Wie nutzen KMUs E-Learning? Was verstehen die darunter? Wie ist die Nutzung dort verbreitet? Ja, Sie sprechen da schon so einen Punkt an. Wir fragen immer so ein bisschen provokativ, so ist, wenn ich jetzt das Buch durch ein PDF austausche, ist es ja ein E-Dokument, ist das E-Learning. Und wir sagen, natürlich ist das kein E-Learning, sondern es fängt eben dann an, wenn man es sinnvoll einsetzt und einen Mehrwert durch elektronische Lernmedien da generiert. Aber tatsächlich sehen wir, dass mehr als 8 von 10 Unternehmen schon E-Learning einsetzen, auch die kleinen. Aber gerade bei den großen ist es schon so, dass sie auch mehr auf, sag ich mal, interaktive Programme und Tools setzen, wohingegen in kleineren das noch weniger verbreitet ist. Auch so diese Web-based Trainings oder auch, wenn wir jetzt mal größer denken, so Learning-Management-Systeme, wo Inhalte auch zur Verfügung gestellt werden, das gibt es natürlich eher in den großen Unternehmen als in den kleinen. Ja, ist scheinbar aber auch ein Stück weit, wie Sie schon sagen, eine Bewusstseinsfrage, weil in Ihrer Studie ist ja dieses Ergebnis verortet, dass ja 46% der KMUs, also zwischen 50 und 249 Mitarbeiter, ja wirklich konkret die Erstellung einer PDF schon als E-Learning begreifen. Also das scheint da noch als Pionierarbeit wahrgenommen zu werden. Beziehungsweise, wir haben es andersrum gefragt, einfach, ob sie das machen. Und wir wollten nämlich einfach mal rausfinden, ob es da eine Diskrepanz gibt, ob das zwar viele machen, aber wenn es dann eben um dieses, sag ich mal, Interaktive, um den Kern geht, da wird es dann natürlich ein bisschen dünner. Sie kommen ja auch zu dem Ergebnis mit der Studie, dass in den KMUs die E-Learning-Angebote als sehr vielfältig wahrgenommen werden, aber eben, dass dieses auch Verunsicherung auslöst. Was für eine Verunsicherung ist das und worauf führen Sie das konkret zurück? Im Endeffekt würde ich sagen, gibt es so an 2 Stellen Verunsicherung. Der eine Punkt ist schon allein die Frage, was brauche ich überhaupt? Also diese Bedarfserhebung, wo wir sehen, dass ein Drittel aller Unternehmen Probleme haben, wirklich zu definieren und zu formulieren, welche Weiterbildung muss ich für meine Mitarbeiter anbieten, was ja die Voraussetzung ist, um dann das passende E-Learning beispielsweise abzuleiten. Und der zweite Punkt ist dann, wenn ich weiß, welche Kompetenzen möchte ich entwickeln, der Markt ist einfach sehr groß. Und wenn man wenig Erfahrung damit hat, muss man erstmal so ein Gespür dafür bekommen, welche Qualität steht hinter welchen Angeboten und auf welche Formate. Ich meine, man selber agiert irgendwann ganz natürlich mit den ganz vielen verschiedenen Begrifflichkeiten. Und häufig lassen die sich auch gut und einfach erklären. Aber wenn man neu ist in diesem Feld, erschlägt einen das, glaube ich, einfach so ein bisschen. Und dann rauszufinden, welches Format passt, weil es lässt sich ja auch nicht pauschal sagen. Das hängt davon ab, welche Lernziele sollen vermittelt werden, für welche Mitarbeitergruppen soll das eingesetzt werden. Und dann gibt es eben diesen großen Markt und das ist wirklich eine Herausforderung für die Unternehmen. Und dann, ich sag mal, im nächsten Schritt dann auch noch ein Gespür dafür zu bekommen, wie ist denn die Qualität der Angebote. Das ist wirklich herausfordernd, gerade für kleine und mittlere Unternehmen, wo es eben nicht die eine Person gibt, die dann sich hinsetzt und mal ausführlich recherchiert, sondern wo es oft dann so im Alltagsgeschäft einfach mitlaufen muss.
In den großen Unternehmen, die wir in unseren Benchmarking-Studien jährlich untersuchen, dort ist der Trend sehr eindeutig, dass man Systematisierungsversuche in der Form halt immer stärker in den Mittelpunkt steht, um Kompetenzbedarfe zu entdecken. Und hier sind in der Regel die meisten Angebote, also der größte Feld des Einsatzes in den großen Unternehmen, sind Compliance-Themen. Das ist Arbeitsschutz, alles das, was entweder Pflichtschulungen sind, die nachgewiesen werden müssen, oder halt die aus Inhouse-Bedarfen heraus geschult werden müssen. Gefolgt wird dieses Thema halt von Fachwissen. Und einen weiteren Trend, den wir ablesen können, ist, dass die Schulung von Soft Skills immer stärker halt zunehmend in den Mittelpunkt rückt. Wird das gesehen in den KMUs, die Sie hier so repräsentativ untersucht haben? Welche Kompetenzen werden dort größere Bedeutung für die Zukunft zugemessen? Ja, eine Kompetenz, die auch in Zukunft sehr zentral sein wird und nicht an Bedeutung verliert, ist in der Tat das berufliche Fachwissen. Da kommen immer wieder unsere Studien zu dem Ergebnis, dass das zentral ist und zentral bleibt. Dann ist oft so der Gedanke, wir reden über Digitalisierung, jetzt müssen auch alle Mitarbeiter die IT-Skills haben. Und ganz klares Ergebnis in den Studien ist, dass IT-Anwenderwissen wird für fast alle Mitarbeitenden wichtiger. Aber wenn es um das IT-Fachwissen geht, ist das ein weitaus geringerer Anteil der Unternehmen, der sagt, es wird wichtiger. Und wenn häufig eben für einen Teil der Mitarbeiter und nicht für die breite Belegschaft. Über 80% sagen, wir brauchen mehr IT-Anwenderkenntnisse und gerade mal über 40% sagen, wir brauchen mehr IT-Fachkenntnisse. Und was Sie schon angesprochen haben, ganz, ganz häufig wird von Unternehmen eben auch die Sozialkompetenz genannt. Weil was ist wichtig, wenn wir über Digitalisierung sprechen? Wir müssen offen sein für neue Lösungswege, wir müssen agil sein, wir müssen neue Lösungen finden, wir müssen kommunizieren können, wir müssen kooperieren können. Und das ist eben genau der Bereich, wo wir Soft Skills brauchen. Und da wird häufig gedacht, könnte ich denn das per E-Learning machen? Und da sehen wir, es machen noch nicht so viele Unternehmen. Aber ganz viele Unternehmen sagen doch, ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch passende E-Learning-Angebote gibt, die mir da helfen würden. Ich begleite jetzt seit 15 Jahren als Herausgeber des E-Learning-Journals die im operativen Geschäft tätigen Akteure, die halt so ein bisschen blumig sich selber oftmals als E-Learning-Professionals bezeichnen oder etwas nüchterner kann man sie als weiterbildende Fachkraft bezeichnen. Sie haben vor 15 Jahren immer noch das gleiche Top-Thema wie heute. Wie kann ich die Akzeptanz von E-Learning bei dem Lerner, der ja immer ein Beschäftigter ist, selbst wenn es Händlerschulung ist, dann ist halt ein Beschäftigter aus einem anderen Betrieb, wie kann ich die erhöhen? Wie wird der Stellenwert der klassischen gegenüber der digitalen Lernmedien in den KMUs in Ihrer Studie bewertet? Das ist ein ganz spannendes Ergebnis. Wir haben gefragt, wie bewerten Sie den Stellenwert halt im Vergleich? Weil wir wissen wollten, setzen Sie doch eher auf die, wir haben es jetzt mal klassischen Lernmedien genannt, oder sind es schon die digitalen? Und da war tatsächlich das Ergebnis, dass kleine und mittlere Unternehmen digitalen Medien schon heute viel häufiger einen höheren Stellenwert als klassischen Lernmedien zuordnen oder zumindest einen gleich hohen, viel häufiger als das große Unternehmen tun. Das heißt, gerade kleine Unternehmen scheinen da Vorteile zu sehen. Und in unserer Interpretation kann zum Beispiel gerade für KMU ein Vorteil sein, dass es für KMU viel schwieriger ist, Präsenztrainings zu organisieren. Man muss eine kritische, wenn es mal Klassengröße haben oder eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern, die für ein Thema qualifiziert werden sollen, damit sich zum Beispiel es lohnt, einen externen Trainer einzukaufen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil von E-Learning, dass man da viel flexibler ist und eben passende individuelle Lösungen finden kann. Ja, wenn ich Hintergrundgespräche führe mit Bildungsträgern, die ja genau solche Angebote ja auch zunehmend machen, oder halt mit Verbänden der Sozialpartnern, oder auch in der Politik, dann kommt immer wieder diese Einschätzung sehr schnell, oh, für die KMU sind die Zugänge für E-Learning sehr, sehr schwierig. Was haben Sie ermittelt? Was sind die Haupthemmnisse des Einsatzes? Sie schildern ja gerade, dass das Bewusstsein dafür und dass das Interesse dafür und auch eine Grundorientierung ja auf jeden Fall gegeben ist. Ja,
Ein Haupthemmnis aus meiner Sicht, das sagen 2 von 3 Unternehmen, ist, dass ihnen so ein bisschen Erfahrungswerte fehlen und Praxisbeispiele. Also sie wollen einfach wissen, wie machen es andere Unternehmen. Und da ist natürlich häufig das Interesse besonders groß zu sehen, wie machen es andere Unternehmen aus einem vergleichbaren Bereich. Und der nächste Punkt, was auch 2/3 aller Unternehmen sagen, ist so, ja, sie sehen so ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil es eben diese Orientierung braucht im ja, auf dem E-Learning-Markt, so welche Angebote passen und das ist ganz wichtig. Was viel seltener genannt wird, was aber häufig so in den Köpfen drin ist, ist so, dass es Vorbehalte oder mangelnde Medien- und technische Kompetenz der Mitarbeitenden gibt. Und da, finde ich, muss man auch einfach ja, trotzdem noch dran arbeiten, dass man dafür sensibilisiert, dass das nicht heißt, dass ich die mega IT-Skills haben muss, um mit einem E-Learning-Programm umgehen zu können, sondern ganz im Gegenteil, dass die auch sehr intuitiv gestaltet sind, dass sie einen leichten Zugang zur Bildung geben und eben auch für ganz verschiedene Zielgruppen passende Angebote bereithalten. Ja, möglicherweise haben wir auch hier einen kleinen blinden Fleck oder einen toten Winkel in unserer bildungspolitischen Ordnungsarbeit. Wenn ich mir halt das BIP angucke, viele Kollegen mit Herzblut, die dort wirken, 750 Mitarbeiter, dem BMBF ja zugeordnet als Institut für berufliche Bildung, die haben ihre Weiterbildungsabteilung nach meiner Kenntnis vor einigen Jahren ganz aufgelöst, weil diese 750 Mitarbeiter mehr als genug zu tun haben mit der Ausbildung und mit der Anpassung der Ausbildungsbetriebe. Was sind denn diese Orientierungshilfen, die sich die Unternehmen halt wünschen? Gibt es da ganz auffällige Muster, dass die schon wissen, woher eigentlich diese Lösung oder diese Orientierung kommen könnte oder sollte? Also aus unserer Sicht helfen eben genau diese Darstellung von Praxisbeispielen und Erfahrungswerten. Und es braucht eben auch Informationen zu E-Learning-Formaten und zu Angeboten. Also dass man ganz niedrigschwellig erklärt, was gibt es denn da, was bietet das? Und ich glaube, es gibt auch einen großen Vorbehalt nach dem Motto, oh Gott, was kostet mich das denn? Und auch da nochmal aufzuklären, es gibt ja Angebote von bis, es gibt, sage ich mal, Angebote von der Stange, es gibt Angebote, die lässt man auch sein Unternehmen zuschneiden, die dann natürlich ein bisschen höheres Budget voraussetzen. Man kann selber produzieren, dass man einfach diese Bandbreite mal runterbricht und, sag ich mal, greifbar macht für Unternehmen. Und ja, was Sie mit dem BIP angesprochen haben und auch mit der Ausbildung, das finde ich trotzdem auch noch einen ganz spannenden Aspekt, weil natürlich sind Aus- und Weiterbildung häufig verzahnt und auch in der Ausbildung stellen sich ja ähnliche Fragen zum Einsatz von E-Learning. Und was da natürlich auch ganz zentral ist und wo wir gerade auch an einem großen Projekt auch vom BMWF gefördert arbeiten, das Netzwerk Q4.0. Auch das weiterbildende und ausbildende Personal muss natürlich fit gemacht werden, dass sie diese Medien didaktisch sinnvoll einsetzen. Und da kam tatsächlich bei uns auch in der KOFA-Studie raus, dass weniger als die Hälfte der Unternehmen sagen, wir fühlen uns sicher, dass wir wissen, wie können wir die bestmöglich einsetzen, weil es ist ja auch nicht so, und da finde ich, darf man noch keine Illusionen machen, dass ein Unternehmen sagt, so, nehmt mal ein bisschen Geld in die Hand, kauft ein tolles Programm und auf einmal sind alle eure Mitarbeiter ganz toll qualifiziert. Weil man muss es ja gut einbinden. Man muss sich überlegen, was sind die Lernziele. Man muss, auch wenn man orts- und zeitunabhängig lernen kann, muss man natürlich trotzdem Zeit und Raum schaffen. Wann wird gelernt? Und gibt es auch, wenn man es in Betrieb machen will, gibt es einen ruhigen Ort, an dem man, sag ich mal, vielleicht mal ein Tutorial sich anschaut oder Lernvideos oder auch an einem, sag ich mal, ein interaktives Tool nutzt. Das sind alles Dinge, die muss man ansprechen und ich finde, dafür muss man einfach sensibilisieren, weil dafür lassen sich gute Lösungen finden. Ja, so wie Sie das beschreiben, könnte man das ja clustern, dass die Unternehmen selber, also die Praktiker in diesen Unternehmen, in den KMUs, ja diese Wahrnehmung haben, wir könnten überbetrieblichen Erkenntnisgewinn gebrauchen. Wir könnten überbetrieblichen Erfahrungsgewinn gebrauchen. Das ist ja doch auch die Aussage, Best-Practice-Beispiele zu erfahren. Wie machen das denn die Kollegen in der Branche in anderen Betrieben oder was funktioniert und was ist Worst Case, woraus man halt lernen kann? Wenn wir noch einmal kurz zurückkommen zu der bildungspolitischen Ordnungsarbeit, da hatten wir ja gerade kurz vor Corona
im März hier noch eine große Statuskonferenz beim BMBF gehabt. Es sind hunderte von Akteuren zusammengekommen, alle mit Herzblut, haben halt Forschungs- und Entwicklungsprojekte durchgeführt, gerade auch zum Thema berufliche und betriebliche Bildung. E-Qualification heißt die Reihe. Diese zweitägige Tagung ist anmoderiert worden aus dem Ministerium. Wir haben 500 Millionen Euro in über 300 Vorhaben investiert. Was ist Ihre Einschätzung? Kommt denn dieser Transfer, dieser Erkenntnisgewinn aus Forschung und Entwicklung, kommt der denn auch in den KMUs an? Weil ich habe mir 50 dieser Projekte genauer angeguckt, fast überall stand drauf oder haben die Kollegen halt berichtet, dass ihre Kernzielgruppe eigentlich KMU war. In meiner Wahrnehmung oder auch in meiner Erfahrung kommt es immer ein bisschen zeitverzögert in der Fläche an. Und gerade wenn man Unternehmen, wir haben auch verschiedene Projekte auch im europäischen Vergleich gemacht zum Thema Weiterbildung und Rolle auch von E-Learning und was Sie die letzten Jahre ja durchgehend gehört haben, wann denn? Wir haben doch gar keine Zeit. Die Auftragsbücher waren voll, es lief gut. Also es war einfach immer so ein bisschen auch ein Zeitproblem. Also ich würde sagen, gar nicht irgendwie, was man oft ja unterstellt, die wollen gar nicht. Also ich glaube, das war es gar nicht, sondern auch viel die Frage, wann setze ich es um? Und dann eben auch die Frage, wie setze ich es um? Und ich glaube, was wir gerade brauchen, es gibt tolle Angebote und es gibt auch tolle Unterstützungsangebote. Und ich glaube, was eine große Aufgabe für uns alle ist, diese halt in die Fläche zu bringen. Und wichtig ist, was wir auch für uns merken, dass man immer wieder versucht, rückzuspiegeln, welche Art von Unterstützung hilft dann wirklich? Ist es das Geld an der einen Stelle, was es wirklich manchmal ist, wenn, sag ich mal, die Endgeräte fehlen? Ist es bei anderen aber eher doch wieder die Information? Ist es bei anderen, sag ich mal, doch eher die übergeordnete Infrastruktur? Sag ich mal, habe ich genug Empfang? Und es sind unterschiedliche Problemlagen und entsprechende Unterstützungsbedarfe. Und ich glaube, das muss man einfach immer wieder im Blick behalten. In den größeren Unternehmen ist auch ein sehr, sehr starker Trend in den letzten 5 Jahren deutlich geworden, der halt sich stärker darauf fokussiert, ein Kompetenzerwerb eigentlich eher mit informellen Lernangeboten zu unterstützen. Da ist das geflügelte Wort bei den Kollegen, das reflexartig immer wieder angeführt wird, diese Formel 70-20-10, also diese Aussage von Charles Jennings, der halt sagt, 70% wird informell Learning by Doing erworben, 20% kann man sich bei den Kollegen vielleicht noch abholen, aber 10% sind die formalen Lernangebote. Diese Aussage mit der dahinterliegenden Studie ist zwar etwas umstritten, es gibt ja auch Wissenschaftler, die sagen, diese Studie ist nicht repräsentativ. Erstens mal, es war die Zielgruppe Führungskräfte gewesen. Das ist ja die Repräsentative für alle Mitarbeiter. Zweitens war das halt eine sehr, sehr kleine Erhebungsvolumen nur gewesen. Aber es ist in den Unternehmen halt angekommen, dieses Bewusstsein, dass informelle Lernangebote, das ist, was den Mitarbeiter bei der Kompetenzentwicklung am ehesten unterstützen kann. Haben Sie dazu auch einen Einblick bei den KMUs gewinnen können, ob Weiterbildung immer noch verbunden wird mit dem klassischen Weiterbildungsbegriff, der ja auch wir haben ja seit August letzten Jahres, haben wir ja zum ersten Mal jetzt eine nationale Weiterbildungsstrategie und hier wird doch Weiterbildung noch sehr, sehr stark definiert als formale Weiterbildung, die in der Regel auch von Weiterbildungsanbietern intern oder extern halt formal organisiert wird. Konnten Sie dazu bei den KMUs einen Eindruck gewinnen, was das Verständnis von Weiterbildung heute angeht? Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass Sie so ein bisschen jetzt einen Finger in die Wunde legen. So als Volkswirtin mit einer großen Begeisterung für empirische Arbeiten, für die Erhebung, habe ich das Gefühl, wir kratzen nah an der Oberfläche. Also um es ganz ehrlich zu sagen, glaube ich, müssen wir da noch viel sensibilisieren, weil die Befragung läuft natürlich über die Personalverantwortlichen. Und das ist auch wieder, was wir vorhin schon hatten. Wo fängt informelle Weiterbildung an? Und weiß das Unternehmen, dass die Mitarbeiter vielleicht zu der neuen Maschine, die gerade angeschafft wurde, im Pausenraum auf dem Handy ein YouTube-Video gucken oder so? Das ist ja schon informelle Weiterbildung und das ist ja gut. Und ich finde, das ist natürlich schwer zu erheben. So diese, und deswegen fragen wir auch nicht, bieten Sie
Weiterbildung an, sondern wie ich vorhin auch sagte, wir fragen so nach verschiedenen Aspekten, um uns den annähern zu können, weil ich glaube, gar nicht immer das Bewusstsein da ist, was schon alles passiert und auch welche Bereitschaft auch, sag ich mal, bei den Ausbildenden, aber auch bei den Mitarbeitenden da ist, sich informell weiterzubilden. Und gerade auch im IT-Bereich, da gab es ja vom Statistischen Bundesamt letztes Jahr eine große Veröffentlichung, ganz viel passiert informell am Arbeitsplatz, über Kollegen, über Foren, wo man nochmal seine Frage zum Excel eingibt. Also es passiert ja ganz viel und das ist, also ich persönlich finde das ganz toll, dass man sich so flexibel und bedarfsgerecht weiterbilden kann. Aber es ist natürlich ganz schwer, sag ich mal, 100% sauber komplett abzubilden und ja, in Daten dann aufzubereiten. Ja, eine letzte Frage noch. Ihr habt auch jetzt ganz konkrete in einem Koffer kompakt die aktuelle Lage noch einmal nachgefasst und habt bei den Unternehmen jetzt die Herausforderung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erfasst zum Thema Weiterbildung. Es bleibt uns ja nicht erspart. Wir hoffen, dass es ein Thema wird, mit dem wir später in der Reflexion hoffentlich positive Aspekte finden können. Aber noch sind wir ja alle Betroffene mit unklarem Ausgang. Was konnten Sie halt in Ihrer aktuellen Erhebung, die ja wirklich von diesem Monat, die ist aus Juni, ist die ist ja ganz gerade eben auf die Straße gekommen. Ich hatte halt gelesen halt bei euch, dass sich hier auch dieser Trend sogar noch erhöht hat aus eurer Koffer-Studie, dass zu 39%, also fast 40% der Unternehmen angehen, sie benötigen mehr Informationen zum Einsatz von digitalen Medien, also von E-Learning in der betrieblichen Weiterbildung. Welche Deutung nehmen Sie aus dieser aktuellen Erhebung mit? Ich nehme aus der aktuellen Erhebung mit, dass wir tatsächlich einen kleinen Schub für die digitale Weiterbildung sehen. Wir hatten die ganz tolle Möglichkeit, wirklich kurzfristig Weiterbildungsfragen im IW Covid-19-Panel zu platzieren, weil uns das wirklich interessiert hat, was passiert gerade im Bereich der Weiterbildung. Weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, die Corona-Krise, weil ich vorhin sagte, häufiges Argument, wir haben noch keine Zeit. Und jetzt hatten wir auf einmal eine Anzahl von Unternehmen mit Kurzarbeit, mit Auftragswechseln, was aber, das muss man natürlich auch ganz klar sagen, zu existenziellen Nöten in vielen Unternehmen geführt hat. Wir wissen aber aus der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise, dass einige Unternehmen es dennoch geschafft haben, gute Weiterbildung zu investieren und dadurch sogar ein bisschen gestärkt aus der Krise rausgegangen sind. Und wir wollten wissen, was passiert gerade. Und die positive Nachricht war erstmal, dass die Mehrheit der Unternehmen ihre Weiterbildungsaktivitäten aufrechterhalten konnten, das also nur bei, nur in Anführungsstrichen, ein Viertel der Unternehmen zu einem Einbruch geführt hat. Das Spannende fand ich aber, dass 36% der Unternehmen sagten, wir haben unsere digitale Weiterbildung ausgebaut. Selbst die Unternehmen, die gesagt haben, wir mussten unsere Weiterbildung zurückfahren, haben gesagt, wir haben mehr E-Learning genutzt. Und das ist so meine Hoffnung, dass jetzt so ein bisschen die Berührungsängste weg sind. Man hat angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, sowohl in der Ausbildung als auch in der Weiterbildung. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch fortgesetzt wird. Ich glaube nicht rein E-Learning, aber dass vielleicht auch mehr Blended Learning-Formate genutzt werden, auch nach der Krise. Ja, falls wir unsere Zuschauer hiermit eine gute Orientierung geben können und jetzt der Begriff Institut der deutschen Wirtschaft in Köln und Koffer-Studie ein Begriff geworden ist, wann kann ich mit weiteren Ergebnissen rechnen? Womit beschäftigt ihr euch als nächstes? Ja, wie gesagt, dieses Jahr kommt die neue IW-Weiterbildungserhebung, wo im Dezember mit Ergebnissen zu rechnen sind. Und auf dem Koffer sind wir, wie gesagt, kontinuierlich bemüht, bedarfsgerecht Unterstützung anzubieten. Gerade machen wir zum Beispiel Steckbriefe zu verschiedenen E-Learning-Formaten, um wirklich mal beispielhafte Einsatzbereiche zu nennen und einfach zu erklären, was heißt das, ein Podcast? Wie gesagt, alle E-Learning-Verantwortlichen unter Ihnen werden den Kopf schütteln, aber ich glaube, für den Einstieg hilft das vielen und es motiviert hoffentlich auch, da mal anzufangen. Und ich persönlich muss sagen, ich habe auch in den letzten Wochen und Monaten noch mehr ausprobiert und experimentiert und habe auch Menge Spaß und finde toll, was es alles gibt. Super tolles Schlusswort. Vielen Dank, Frau Dr. Flake, für das Gespräch. Für alle Zuschauer, so sieht die Studie aus. Die können Sie halt frei im Netz runterladen.
laden. Und wenn Sie keine Folge verpassen möchten unseres Podcasts, Sie wissen schon, hier irgendwo ist der Abonnieren-Button. Was lernen wir aus diesem Gespräch? In den KMUs ist das Bewusstsein deutlich höher, als man vermuten könnte, aber auch der Orientierungsbedarf, der Wunsch nach überbetrieblichen Erkenntnisgewinn und überbetrieblichen Erfahrungsaustausch ist sehr ausgeprägt. Und nein, PDFs erstellen ist immer noch kein E-Learning. Das war eine Frage zur Abgrenzung in dieser Studie halt gewesen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei unserer nächsten Folge wiedersehen. Bis dann, ciao.